Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich stehe hier gerade am Dresdner Hauptbahnhof und von hier aus geht es gleich mit dem Eurocity nach Berlin. Mit dem Eurocity der tschechischen Staatsbahn České 3 und da gibt es was ganz Besonderes, denn an Bord des Eurocities wird im Speisewagen noch frisch gekocht und hoffentlich nicht nur noch, sondern auch in Zukunft weiterhin. Und es ist kulinarisch sicherlich ganz interessant, was man da an Bord eines Zuges so geschmacklich rausholen kann, wenn da im Unterschied zum Bistro der Deutschen Bahn frisch gekocht wird. Und das schauen wir uns heute mal an, deswegen steigen wir auch direkt mal ein. So, wie ihr sehen könnt, sitzen wir im Eurocity im Speisewagen und ich habe mir jetzt hier einmal das wunderbare Menü durchgeschaut und im Menü gibt es auch ein Menü, das haben wir uns jetzt mal bestellt, das beinhaltet in dem Fall jetzt eine Suppe und ein ausgewähltes Hauptgericht. Da gibt es vier, die man da sich auswählen kann. Es gibt dann auch noch weitere Hauptgerichte und natürlich noch ganz vieles anderes. Und ich habe mir da jetzt eine Gulaschsuppe und ein Hähnchenschnitzel mit Kartoffeln dazu geholt. Und mal gucken, vielleicht holen wir dann uns noch einen Nachtisch. Und Clemens ist auch dabei. Clemens, was hast du dir denn Schönes geholt? Ja, bei mir gibt es dann gleich die Lauchsuppe und die Zucchini-Fladen. So, also unsere Vorspeise ist gekommen. Hier eine wunderbare Gulaschsuppe bei mir. Ja, optisch sehe ich da jetzt noch kein Gulasch oben drin, aber ich schaue jetzt mal rein, wo der sich hier befindet. Ah ja, es ist hier auch einiges drauf, also schöne Kartoffeln und Fleisch sicherlich auch, habe ich jetzt nicht direkt gesehen. Dazu hier noch so zwei Scheiben Brot und dann schaue ich mal, wie die jetzt schmeckt. Also die ist hoffentlich schön heiß, also sie kommt auf jeden Fall ein kleines bisschen. Ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt hier nicht. Okay, also wie es typisch tschechisch ist, sehr gute Knoblauchlote auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall anders, als man das von der deutschen Gulaschsuppe kennt. Also ein bisschen würziger, aber nicht so kräftiger Fleischgeschmack jetzt direkt. Und auf jeden Fall, die Kartoffeln sind sehr schön weich, das gefällt mir ganz gut. Und ich finde auch so die Portionsgröße ist, glaube ich, für so eine Vorspeise echt sehr gut, dass man dann auch noch den Hauptgang schafft ohne Mühe und Not. Also ich habe mir jetzt hier die Lauchsuppe geholt. Man sieht hier auf jeden Fall den Lauch schon sehr viel oben drauf. Bin mal gespannt, wie es so geschmacklich ist. Sehr lecker. Also der Lauch ist auch zahlreich hier vorhanden und also würde ich nochmal bestellen. Und auch für eine Portion her, für eine Vorspeise, glaube ich, in Ordnung. So, unser Hauptgericht ist jetzt zwar schon da, aber ich will jetzt nur ein ganz kurzes Fazit zu dieser Suppe ziehen. Also ich habe jetzt da noch ein bisschen Fleisch tatsächlich dann unten drin gefunden. Das muss ich sagen, das fand ich sogar erstaunlicherweise sehr lecker. Es war recht zart und aber auch ganz gut gewürzt. Aber grundsätzlich ist so die deutsche Variante der Gulaschsuppe mir dann doch lieber. Gerade auch, weil da Kümmel mit drin war und ich bin jetzt nicht so der Fan von Kümmel meistens. So, jetzt haben wir ja hier auch unser Hauptgericht. Und man sieht auf jeden Fall, das Schnitzel ist ganz frisch. Und ich denke auch noch schön warm. Also so ein Schnitzel kann man halt auch einfach nicht in der Mikrowelle zubereiten. Deswegen im Vergleich zum deutschen Bordbistro sehr interessant. Deswegen werde ich jetzt hier auch direkt mal tasten. Okay. Nicht schlecht. Also dafür, dass wir hier uns an Bord eines Zuges befinden, ist das schon echt nicht schlecht. Also die Panade ist sehr schön knusprig, das Fleisch innen schön weich. Natürlich auch schlau, das hier als Hähnchenschnitzel zu nehmen, weil es einfach nicht so schnell trocken wird. Ich könnte mir jetzt hier noch Zitrone zu machen, aber es ist auch sehr schön gewürzt, muss ich sagen. Also kann man wirklich nicht großartig drüber meckern. Ist schon sehr nett. Ich werde jetzt mal die Kartoffeln noch testen. Ja.
Auch nicht schlecht. Eine schöne Variante der Kartoffel, weil die halt nicht so flach geschnitten ist, sondern so schön angeröstet. Und auch, also ich kann das so in der Variante schon mal sehr gut weiterempfehlen. So, ich probiere jetzt mal meine Zucchini-Fladen. Von der Konsistenz her schon mal sehr interessant. Also ich habe sowas in Deutschland ehrlich gesagt bisher auch noch nicht gegessen. Also das scheint hier mit quasi einem Art Omelette dann noch unten zu sein. Und ich finde es eine sehr interessante Variante und es hat trotzdem auch noch die Aromen, die, wo das hier alles angeröstet wurde. Also doch, geschmacklich wirklich sehr überzeugend. Was sagst du zum Kartoffelbrei, den du noch dazu hast? Kartoffelbrei probiere ich jetzt auch mal noch. Die Kartoffeln hätten ein bisschen länger noch gekocht werden können. Also und halt, man hätte es auch noch ein bisschen stampfen können, aber es ist ja auch ein Kartoffelstampf und kein Kartoffelbrei, wie es in der Karte steht. Aber ansonsten doch geschmacklich sehr gut. So, obwohl wir eigentlich schon satt waren, haben wir uns dann doch noch einen Nachtisch bestellt. Ich habe mir jetzt hier einen Palatschinken bestellt. Clemens zeigt euch gleich noch selber, was er hat. Und der ist mit Schokolade drin gefüllt, also steht zumindest auf der Karte. Vielleicht ist es auch Nutella, mal gucken. Und schöne Schlagsahne dazu. Ja, das ist so Schokoladensoße, denke ich mal. Also diese Schokoladennote von der Schokoladensoße ist durchaus sehr interessant. Also ich finde, die schmeckt sehr schön schokoladig. Und der Palatschinken ist auch sehr gut. Also eine schöne Konsistenz hat er auf jeden Fall. Ich werde das jetzt nochmal mit Schlagsahne probieren. Mit Schlagsahne direkt noch viel besser. Also jetzt haben wir hier ein schönes Drei-Gänge-Menü. Ich finde, das schmeckt alles sehr, sehr gut. Das kann man wirklich weiterempfehlen. Zumindest preislich gesehen ist jetzt der Nachtisch nicht so super günstig mit 7,40 € für ein Palatschinken. Aber ansonsten kann man das schon auch ganz gut machen. Noch eine ganz interessante Sache zum Preis generell. Wenn man jetzt in Tschechien mit diesem Eurocity unterwegs ist, also quasi einmal über die tschechische Grenze, dann gibt es da ab Tschechien bzw. bis Tschechien im Eurocity immer die sogenannte Happy Hour. Und da kosten die Gerichte meistens dann nur die Hälfte des Preises. Das heißt, wenn ihr euch mal auf dem Weg nach Prag oder kurz in die tschechische Grenze macht, dann kann man da auf jeden Fall auch ganz gut sparen hier in dem Bordbistro. Aber dann schauen wir uns noch an, was Clemens sich jetzt hier gegönnt hat. Bei mir gab es zum Nachtisch jetzt noch hier einen leckeren Apfelstrudel mit Vanillesoße. Probiere jetzt erstmal, wie er schmeckt. Also von der Konsistenz her sieht er schon mal gut aus. Da gibt es schon deutlich schlimmere Alternativen, was man sich hier sonst hätte bei anderen Läden bekommen. Schmeckt sehr lecker. Auch die Vanillesoße ist sogar noch warm. Wie so der Apfel? Der Apfel schmeckt frisch und also ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein wirklich guter Nachtisch. So, ich habe den Apfelstrudel jetzt auch gerade nochmal probiert. Ich muss sagen, ich fand ihn persönlich nur so mittelmäßig, also weil zum einen der Apfel jetzt nicht so wirklich nach Apfel geschmeckt hat und jetzt der Teig auch schon ein bisschen sehr weich für meine Verhältnisse war. Also für den Zug, in dem man hier gerade unterwegs ist, ist es immer noch gut, aber so ansonsten generell habe ich schon mehrfach deutlich bessere Apfelstrudel gegessen und auch die Vanillesoße war jetzt für mich, finde ich, jetzt hat jetzt nicht so ein starkes Aroma gehabt. Wir sind jetzt aber gleich in Berlin, da haben wir noch ein bisschen Aufenthalt und dann geht es mit dem nächsten Eurocity dann auch wieder zurück Richtung Dresden. Genau. Angekommen in Berlin. Wir werden jetzt hier die Zeit, die wir jetzt hier haben, noch ein bisschen nutzen, bevor es dann wieder mit dem Eurocity zurückgeht. Und da werden wir sicherlich auch noch die ein oder andere Speise testen.
bin immer noch relativ satt von der Herfahrt, deswegen sitze hier noch was Kleines, ein Nudelsalat. Ich kann es leider nicht ganz identifizieren, was für Nudeln das sind, so kleine Art Gräubchen, bloß halt, ohne dass es Graupen sind. Oben drüber so ein bisschen Parmesan, noch ein bisschen Gemüse mit drin. Ja, und ich bin mal gespannt, was das kann. Auch nicht schlecht, also die Gemüsenote kommt sehr schön durch. Der ist jetzt auch schön kalt, weil er offensichtlicherweise aus dem Kühlschrank kommt. Deswegen wurde der jetzt hier natürlich auch nicht hier an Bord frisch zubereitet, wie zum Beispiel vorne Schnitzel oder andere Gerichte. Aber trotzdem kann man sich den auf jeden Fall sehr gut geben. Der Parmesan rundet das Ganze nochmal ganz nett ab, wie ich finde. Und zum Beispiel, ich würde auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel grillt oder sowas, also das geht jetzt hier an Bord natürlich nicht, aber so ganz grundsätzlich schmeckt er auch, generell würde der auch da ganz gut dazu passen, finde ich. Ja, Mersch passt bei uns heute nicht mehr rein, die Herfahrt hat uns ganz gut gesättigt, wir fahren jetzt noch ungefähr eine Stunde bis Dresden und da will ich mich dann auch noch von euch verabschieden. So, wieder zurück in Dresden, dort wo die Reise heute auch schon begonnen hat. Ja, also ich muss sagen, das Mordbistro der tschechischen Staatsbahn kann auf jeden Fall einiges schon mal, dass es einige Speisen gibt, die dort frisch gekocht werden, wie zum Beispiel Gemüse, was dort frisch angebraten wird, Schnitzel, was dort zwar nicht frisch paniert wird, aber dann auch frisch zubereitet wird, Kartoffeln, einige weitere Sachen. Natürlich ist nicht alles frisch, aber das, was man zumindest frisch besser machen kann als in der Mikrowelle, wird dort auch frisch gemacht und das schmeckt man auf jeden Fall auch und das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Nur, dass ich es nochmal dazu gesagt habe, ich kriege hierfür kein Geld. Es ist einfach nur, mal um das ein bisschen auszutesten, ob das auch bei euch gut ankommt, mal so ein Bordrestaurant zu testen. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Dann kann ich das vielleicht auch bei weiteren Bahnunternehmen in Europa gerne mal machen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr zeigt mir damit euch auch, dass es euch gefallen hat, dieses Format. Dann also bis nächste Woche. Zum nächsten Video. Auf Wiedersehen und tschüss.